Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Heute wird's eng, heute wird's feucht, heute wird's heiß und heute wird's schnell. Denn wir sind auf der Lakeville Hill Climb-Strecke und das Ganze im 2017er Formel Race Room X17 heißt er, glaube ich, so. Ein Formel 1 Auto, quasi basierend auf der aktuellen Generation, was Aerodynamik und mechanischen Grip quasi angeht. Aber Leistung wird von einem 10-Zylinder generiert, der richtig geil klingt. Und das Ganze werden wir uns heute hier auf der Hillclimb-Strecke mal anschauen. Ich habe schon mal im Leaderboard so geguckt, die Zeiten liegen ungefähr bei unter, also bei 2 Minuten 20 oder so. Und da bin ich mal gespannt, wie gut und schnell wir über diese Strecke kommen werden. Aber erstmal gucken wir uns die ein bisschen an, würde ich sagen. Kann man noch ein bisschen quasseln. Ich fahre da mal schon mal. Aber komm, hier, die Fans kriegen einen geilen Probestart. Easy, läuft. So, und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, gegen ein Schraubenkistchen zu hauen. Gegen die Strecke uns mal ein bisschen anzugucken. Denn ihr seht, es ist verdammt eng. Zumindest, also, ich sag mal, so ein Formel-1-Auto passt hier recht schön auf eine Spur. Es könnte uns also theoretisch noch ohne Probleme ein zweites Formel-1-Auto entgegenkommen. Gar kein Thema. Das wird so geil. Das wird so gut. Ja, ich habe mir aufgrund dieser Kombination einfach mal die Virtual Reality Brille aufgesetzt, weil ich dachte, Alter, das muss doch so unfassbar geil sein, durch diese ja, Allee an Bäumen diesen Hügel rauf und runter zu climben. Und dementsprechend habe ich das mal gemacht. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu quasseln beim Fahren, wenn es gleich zur Sache geht, aber trotzdem irgendwie meine Eindrücke festzuhalten. Ich merke schon, also ja, natürlich, Formel 1 Wagen, Aerodynamik, aerodynamischer Grip und viel Leistung. Und ich denke, die meisten genutzten Worte von mir werden dann boah, geil, oh, und knapp sein oder so. Vielleicht auch noch scheiße, je nachdem, wie oft wir einschlagen. Ich werde trotzdem versuchen, euch die Virtual Reality-Eindrücke so gut es geht zu vermitteln. Falls ihr schon denkt, das ist schnell. Nein, nein, das sind gerade 50%. Ich versuche mal ein bisschen mir die Kurven einzumerken, einzuprägen, beziehungsweise vor starken Kurven irgendwelche Objekte mir anzugucken. Boah, okay, das wird geil. Das wird gleich geil, dieser Abschnitt. Freue ich mich drauf. Wir werden mit Standard-Setup fahren, was vermutlich komplett falsch ist. Beziehungsweise dumm. Weil ihr seht ja, wie hügelig es hier zu sagen geht. Ich denke, wir könnten auch ein bisschen mehr Aerodynamik verkraften als vielleicht auf der üblichen Rennstrecke. Weil hier doch ein paar schnelle Kurven dabei sind, wo dann eben auch Hügel sind. Und das Fahrzeug vielleicht unruhig machen könnten. Aber ansonsten ist es ja nicht so unnormal, dass auch mal ein Open Wheeler an einem Hillclimb teilnimmt. Vielleicht eher so die Formel 2 Region. Ich weiß nicht, ob mal Formel 1 Wagen eben wichtiger, mit richtiger Speed voller Pace so eine Hillclimb-Strecke abgerissen hat. Aber ist immer so kleinere Formel-Open-Wheeler-Wagen, die siehst du da ja durchaus schon häufiger. Ja, wie gesagt, Zeit über Anpeilen. Ich denke mal, in meiner Pace dann nachher so ungefähr 3 Minuten oder was. Die schnellsten bei 2 Minuten 20. Damit das hier kein kurzes Video wird, machen wir das ein paar Mal hintereinander. Ich glaube eh nicht, dass ich den ersten Lauf fehlerfrei hinkriegen werde, wenn wir überhaupt einen Lauf fehlerfrei schaffen. Okay, das ist schon länger, als ich dachte hier. Für alle die, die Strecke nicht kennen, dürfte, also das ist eine gerade Strecke und es dürfte, glaube ich, sogar die erste Strecke sein, die ich je in Race Room gefahren bin. Ich halte hier mal eben kurz an, weil hier wäre eigentlich Start-Ziel oder Ziel oder Mal und ich mache mal eben Neustart. Und dann würde ich sagen, Fressbrett halten und gib ihm. Los geht's, wenn die Ampel auf grün springt. Kommen wir los. Viel Spaß. Kontrolle regelt natürlich einiges. 250.
meine Zunge kommt zum Einsatz. Ich muss selber aufpassen, dass ich mir die nicht abbeiße, aber alter Vater, ist das schnell. Fast 300 km/h. Rechts und links Bäume, die 30 Meter hoch sind. Wir ballern hier mit Vollgas und solche Kurven rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hier mal aufpassen, jawohl. Das war doch so eine Enge. Immer wenn wir diese blauen Schilder mit dem gelben Pfeilen drauf sehen, dann ist aber mal ganz schnell Vorsicht angesagt. Okay. Das war schon mal Versuch Nummer 1. Und meine Hände schwitzen jetzt schon. Aber wir wurden wieder zurückgesetzt. Sehr gut. Es ist Zeit für einen Neustart. Denn die Zeit ist natürlich jetzt auch gut. Okay, krass. Nur mal, um das einzuordnen. Alter Schwede, das geht ganz schön ab. Das kann ich euch schon mal sagen. So, nächster Versuch. Ich glaube, wir haben viel zu viel Flügel auf jeden Fall. Der entwickelt genug Abtrieb, den können wir wieder rausnehmen, glaube ich. Also ich habe da keinen reingetan, aber meinte ich ja vorhin. Oh nein, nicht schon wieder hier. Komm, fang dich! Ja! Zeit noch gültig! Oh Gott, oh Gott! Oh, okay, das war die geile Stelle. War ziemlich schnell vorbei. Das geht so ab! Ich hab Angst! Gott, oh Gott, dieses Gewackel. Wir sind da, glaube ich, fast gesprungen, trotz Abtrieb. Alter. Boah, hinterhältig. Da ist es doch! Zweiter Versuch! Boom! Und ach, in den Löschzug gefahren. Oh Gott, oh Gott! Oh, ich bin ein bisschen am Zittern gerade. Das ist intensiv. Das ist intensiv. Wo sind wir damit jetzt? 2 Minuten 20, Lukas Grabski auf Platz Dings 1. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir gehen mal zurück zum Spiel und machen auch wiederholen. Jawohl, dann stehen wir wieder am Start. Vielleicht haben wir dann irgendwo Leistungsdelta. Weil das will ich normal machen. Oh, das ist geil. Das ist geil. Los geht's. Jawohl, Leistungsdelta haben wir. Ach, dann ist auch unser Geist. Scheiße. Den muss ich deaktivieren. Ich fahre einfach schneller, dann sehen wir den ewig. Oh, das ist so krass! Oh,
auch sein, dass diese Runde ungültig schon ist, weil das Leistungsdelta ist, wie viel Zeit gerade. Ja, da ist der Geist. Boah, dieser Abstand ist so krass, der geht eigentlich Vollgas. Aber du willst gar nicht, du traust dich die ganze Zeit gar nicht. Ich schalte wie ein Bilder. Boah, das ist anstrengend. So, wir machen jetzt mal Setup. Wir machen mal ein bisschen Setup. Sprit kann man nicht rausnehmen, aber wir nehmen ein bisschen Flügel raus. Und sterben kläglich wahrscheinlich. Und wir nehmen mal die Übersetzung ein bisschen runter. Oh nein, nicht beenden, sondern eher den Geist aus. Und dann auch wiederholen. Ich habe das Head-Up-Display extra aus. Normalerweise steht hier oben ja immer diese Leiste. Aber okay, ich werde nachher die Zeit auf jeden Fall durchgeben oder einblenden. Nächste Runde. Ganz leicht in der Luft an der Stelle. Zumindest ging die Drehzahl ein bisschen hoch, hier auch gleich mit Grenzer. Das ist also gut bei 313. Ja, zu schnell. Oh, Glück gehabt. Okay, hier fehlt der Abtrieb. Oh. Ne, den sollte man wieder ein bisschen hoch machen. Das merkst du auf jeden Fall schon. Wir merken zwar auch, wir sind definitiv schneller. Macht ja auch Sinn, weniger Widerstand und so. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Abtrieb. Oh, 12,16. Da geht's aber los. Ey, das ist so anstrengend, Leute. Ich kann es jedem empfehlen, auch das so mal zu machen. Aber wer mit Virtual Reality Brille machen kann, viel Spaß. Nein. Aua, aua, Augen zu. Okay, nochmal Neustart. Ich muss ab und zu echt die Augen zumachen, wenn ich crash oder so, weil sonst denkt mein Gehirn, scheiße, du schlägst gerade 200 km/h eine Wand ein. Und dabei passiert gar nichts.
So, Neustart. Oh. Adrenalin pur, ey. So, los geht's. Auf ein Knut. Verwechseln. Na, und nicht diese vergessen. Okay, das müssen wir uns merken. Das kriege ich aber hin. Denn das ist ein ganzer Abschnitt, wo wir ja so ein bisschen rumfummeln müssen. Scheiße, rumfummeln. So. Neustart. Yep. Und los geht's. Oh, letzte oder vorletzte Runde oder so, mal gucken. Vielleicht machen wir auch noch eine gezeichnete, wenn wir den kriegen und dann ist gut. Aber wir haben ja schon eine. Später bremsen eigentlich. Aber Hauptsache rumkommen. Ah, die schon wieder vergessen hier. Ah, oh, da kriegst du ja Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht warum. Scheiße, ey. Ey, das macht aber so Laune, Leute. So, komm, jetzt aber. Concentraziano. Jetzt trotzdem mal mit Schaden ist ja noch aus. Oh, unser Auto wäre natürlich jetzt schon lange im Arsch.
schon wieder hier. Durch, durch, durch. Oh, okay, ich glaube, es war eine 2,29. Oh, und das reicht mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Hier gibt es noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung. Und ja, probiert selber aus. Viel Spaß, schlagt meine 2,29. Oh, ich bin fertig. Haut rein, macht's gut, Leute. Tschüss.